Bitte schön. Wir nehmen immer drei Fragen zusammen. Ja, sagen Sie auch Ihren Namen dazu, das wäre freundlich. Ja. Markus Decker, Dumont, Hauptstadtredaktion. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, kein einziges Dokument, das Sie haben einsehen können, rechtfertigt eigentlich die Geheimhaltung? Ja, für mein Thema ist das so. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, weil das... Nein, das ist ja doch für Außenstehende sehr erstaunlich. Nein, also der Klassifizierungsprozess ist ja etwas, was nun in Geheimdiensten üblich ist. Und auch streng geheime Dokumente haben nun eben mal diesen Stempel. Und wenn sie diesen Charakter verlieren sollen, müssen sie deklassifiziert werden. Und wenn 60 Jahre vorübergehen und man hatte für die Deklassifizierung keine Zeit, dann sind sie eben immer noch streng geheim. Aber 70 Jahre danach, 50 Jahre danach, alle die Vorgänge, die ich habe, sind in meinem Empfinden materiell ungerechtfertigt immer noch geheim. Aber ich glaube, Herr Decker, das ist mindestens so sehr ein praktisches, technisches Problem der Deklassifizierung. Und wenn diese Dokumente dann in die Archive kommen, bin ich ziemlich überzeugt davon, Herr Hollmann ist da, kann mich korrigieren, ziemlich überzeugt davon, dass 99% davon eben nicht mehr geheim sein werden. Es ist also auch eine technische Frage, nicht nur eine Frage vielleicht der Bosheit, dass ein Geheimdienst das nun nicht sehen lassen will. Ja, das noch zur Erläuterung, aber jetzt vielleicht doch zu den Büchern. Sie hatten sich gemeldet, bitte. Ja, bitte. Herr Professor Henke, weil Sie im Zusammenhang mit Herrn Gehlen von der Bedrohung, von der kommunistischen Bedrohung, dass das eine Chimäre gewesen sei, gesprochen haben. Das verwundert mich etwas, wenn man etwa das Parteiprogramm der KPD liest, Anfang der 50er Jahre und auch die Äußerung eines Max Reimann und dann dem erfolgten Verbot, kommt man ja doch ganz klar zu dem Schluss, dass diese Partei darauf zielt, in ihrem Ziel die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik umzustoßen. Ja. Und von daher ist sie, deshalb ist sie auch zu Recht verboten worden. Deshalb wundert mich Ihre Einstellung da etwas. Das ist nicht meine Einstellung, ich habe mich anders geäußert. Natürlich gab es eine schwere Bedrohung durch kommunistische Geheimdienste, sowohl den KGB, andere Geheimdienste, aber natürlich auch durch die Staatssicherheit. Das ist ja jetzt in den letzten 20 Jahren aufgekommen durch die Forschungen in der BSDU. Aber die Rote Kapelle als weltweit agierendes Spionagenetz der Sowjetunion ist eine reine Chimäre gewesen. Und wenn Sie das Buch von Herrn Selter genau studieren, dann werden Sie sehen, dass Adolf Grimme, preußischer Kulturminister, Heinemann und wie sie alle heißen, alle die Liberalen und Sozialdemokraten zum Teil, auch Bürgerliche, Jakob Kaiser, das sind alles gefährliche Kommunisten, die die Bundesrepublik bedrohen. Darum geht es, dass unter dieses Rubrum Spionageabwehr und kommunistische Bedrohung alles subsumiert wird, was nicht in den Geist der Zeit passte. Das war mein Thema. Aber jetzt möchte ich heute bitte nichts mehr sagen müssen. So, bitte Sie, die Dame. Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk. Ich habe tatsächlich eine Frage an Frau Nowak, ob Sie mal ein bisschen darüber reden können von diesen 157 BND-Mitarbeitern, die überprüft wurden, und den 68, die entlassen wurden. Wo waren die angesiedelt im BND? Wie hoch waren die angesiedelt? Was waren das für Leute? Und eine Frage muss ich Ihnen aber doch noch stellen. Sie haben gesagt, nach all dem Lob rechnen Sie auch noch mit heftiger Kritik. Was glauben Sie, woher die kommen wird? Von den Kollegen, und die ist hochwillkommen. Wir nehmen immer drei Fragen. Ja, bitte, Herr Wahler. Als Kollege, Herr Kollege, Michael Wahler, Geschichte der Ruhr-Universität Bochum, also ich spreche hier auch als Kollege, aber erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an die Kollegen, dass das geklappt hat, dass die Bücher rausgekommen sind, und ich bin sehr, sehr neugierig darauf, sie zu lesen, genauso wie mein Kollege Konstantin Goschler, mit dem wir zusammen das Projekt über den Verfassungsschutz gemacht haben. Eine ganz konkrete Frage aber an Herrn Selter. Ich bin schon neugierig auf das Buch, aber frage ich jetzt schon, dann brauche ich es vielleicht nicht mehr zu lesen. Nein. Die Geschichte der Jagd nach der Roten Kapelle nach 1945, hat es da intensivere Beziehungen gegeben, auch mit anderen Nachrichtendiensten westeuropäischer Länder? Weil Herr Henke sprach davon, das sei eine weltweite Operation gewesen. Oder war es tatsächlich nur etwas, was in dem paranoid politisch aktiven Kopf von Gehlen stattgefunden hat und in der BND? Ja, vielen Dank. Wir können noch eine Frage dazu nehmen, und dann würde ich das... Ja, bitteschön.
Herr Götzenberg. Ja, danke schön. Das wäre quasi anschließend an die Frage der Kollegin Müller, vielleicht an Herrn Rass, ob Sie vielleicht insgesamt nochmal eben auch jetzt vom jetzigen Forschungsstand ausgehend etwas sagen können. Wie fällt Ihre Bilanz aus zur qualitativen und quantitativen NS-Belastung des BND? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sicherheitsbehörden, die vielleicht schon eben untersucht worden sind. Also zugespitzt formuliert, könnte man sagen, der BND war ein Zufluchtsort für Nazis, da im geschützten Raum in Pullach. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht fangen wir gleich mit Ihnen an, Herr Rass. Nun, vielen Dank für die Frage. Die Frage würde ich dann präzisieren, Zufluchtsraum für wen? Also Nazi, wie wir alle wissen, ist nicht gleich Nazi. Wir arbeiten alle, viele hier im Raum, sehr intensiv an der Definition, was das denn eigentlich sei und was dafür qualifiziert. Und ich glaube, um hinten anzufangen, mit Blick auf die anderen inzwischen untersuchten Behörden, was man, glaube ich, sehen kann, ist, dass es tatsächlich sozusagen unterschiedliche Passungen gibt. Also unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Bezügen zum NS-Staat sammeln sich mit gewissen Präferenzen und Tendenzen, was zusammenhängt mit Rekrutierung und Selbstrekrutierung und so weiter, bei unterschiedlichen Behörden. Und es ist immer wichtig zu unterscheiden zwischen der Frage, welchen Anteil bestimmter Merkmalsträger finden wir und wie viele Merkmalsträger finden wir. Also im Beispiel im Fall des BND, wir haben nie einen höheren Anteil entsprechend belasteter Personen als Mitte der 50er Jahre. Der BND wächst unglaublich schnell und das heißt, es gibt ganz viele Leute mit etwas anderem Profil, die kommen. Gleichzeitig kommen aber auch immer mehr Belastete. Und das heißt, die höchste Anzahl ist genau zu dem Zeitpunkt, der dann abgegriffen wird von der Studie von Frau Nowak, 62, 63. Und insofern ist also die Frage, wollen wir wissen, wann gab es den höchsten Anteil? Ja, sie hatten nie so große Chancen, auf Gleichgesinnte zu treffen im BND, wie zum Zeitpunkt seiner Gründung aus der Geschichte der Orgelen heraus. Und gleichzeitig gab es nie mehr Nazis zu einem Zeitpunkt, als ihr Anteil schon sehr stark gefallen war, dadurch, dass die Organisation an sich so unglaublich schnell groß geworden ist. Vielleicht an diese. Vielleicht ja. Nochmal, wo die Nazis finden, hat er noch gefragt. Naja, also wo in den. Also, was sich auch sehr gut sehen lässt. Nun ja, also wir finden aus allen NS-Institutionen, Menschen, Personen im BND, aber wir sehen auch, der BND ist während unseres Betrachtungszeitraumes im Grunde eine militärische Organisation. Die Soldaten dominieren so klar, die Wehrmachtsveteranen dominieren so klar, dass dahinter rein quantitativ die Leute aus der Abwehr oder die Leute aus fremder Heere Ost verschwinden. Und genau das ist ein Punkt. Wir haben überall furchtbar viele NSDAP-Mitglieder, das war ein ziemlich großer Verein. Wir haben stärker das Gestapo-Personal in anderen Behörden, obwohl wir viele Gestapo-Leute im BND haben. Und diejenige Organisation des Dritten Reiches, die für den BND, für die der BND am stärksten offen ist und am stärksten attraktiv ist, das sind Leute aus den militärischen Institutionen, insbesondere aus der Wehrmacht. Vielleicht, Herr Selter, weil die Nazi-Frage natürlich immer im Vordergrund steht und auch bleiben wird, da können wir so viele Bände machen, wie wir wollen. Sie haben ja dieses wichtige zweite Buch, dieses qualitative zu den NSDAP-Mitgliedern und Gestapo-Leuten und auch NS-Verbrechern. Vielleicht sagen Sie noch einen Ton dazu zur Frage von Herrn Götzenberg, das wäre nett. Ja, das ist ja noch nicht fertig, also da muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Was man sagen kann ist, dass, das habe ich jetzt auch im Kontext dieser Roten Kapelle, kommt es ja deutlich, dass sie gerade in der Abteilung oder in den Diensteinheiten, die mit Spionageabwehr befasst waren, überproportional vertreten sind. Und da sind sie dann eben nicht nur irgendeine vage NS-Belastung, sondern da haben wir es mit Personen aus dem NS-Sicherheitsapparat zu tun, also geheime Feldpolizei, dem Sicherheitsdienst der SS und der Gestapo. Die scheinen dort deutlich überrepräsentiert zu sein, ob während sie, wenn ich das richtig bei Ihnen gelesen habe, im Gesamt-BND nur 2% ausmachen Gestapo-Leute, sind die Ermittlungen gegen die Roten Kapelle, werden dominiert von solchen Leuten und das sind nicht irgendwelche
niederrangigen Gestapo-Leute, sondern so die mittlere Führungsebene, da rekrutiert sich das raus. Die leiten die Ermittlungen. Ich mache gleich weiter mit der anderen Frage von Herrn Wahler. Kooperation mit anderen Diensten hat es in dieser Operation nicht gegeben. Und das habe ich eben, das ist vielleicht falsch rübergekommen, weltweit war nicht die Operation, die geführt wurde, die wurde nämlich hauptsächlich gegen Leute geführt, die in Deutschland gegen Hitler gekämpft hatten vor 1945. Weltweit war in der Vorstellung der GL-Leute der Aktionsradius der Roten Kapelle. Also da gibt es dann wirklich, die fabulieren über Netzwerke in Korea und so weiter. Da gibt es keine Meldung, das ist alles wirklich ausgedachter Kram. Was wir haben, ist parallel dazu, und Sie haben es ja selber geschrieben, andere Dienste haben diese Chimäre auch phasenweise. Ich glaube nicht in dieser Intensität. Die alliierten Geheimdienste, also insbesondere Briten und Amerikaner, lassen sich das auch kurzzeitig aufschwatzen. Wenn ich das richtig sehe, hört das 1949, legen sie die Sache zu den Akten. Als etwas, na, da können wir nochmal drüber reden, als etwas, was nicht, also auf jeden Fall die Vorstellung, die seien doch aktiv. Die sagen dann, wir befassen uns lieber mit den Geheimdiensten, die jetzt neu aufgebaut werden, die sie neu gegen unsere Länder in Stellung gebracht werden. Das ist wichtiger und es gibt sehr viele, von der CIA-Seite gibt es richtig suffisante Berichte darüber, dass das eben so ein komisches Steckenpferd von denen in Pullach sei. Zusammenarbeit gibt es auch deswegen nicht, weil die amerikanische Abwehrdienst CIC und das Bundesamt für Verfassungsschutz durchaus als Konkurrenz gesehen werden, weil Gehlen bis, genau lässt sich das nicht sagen, sicher bis Mitte der 50er Jahre, wahrscheinlich länger, an der Vorstellung festhält, er könnte diesen Inlandsgeheimdienst in seinen Laden inkorporieren. Also da hofft er recht lange drauf. Und insofern versucht er diese Sicherheitsabteilung, wie es genannt wird, als eine Staatsschutzabteilung in der Organisation Gehlen aufzubauen und auch gegen diese Konkurrenz in Stellung zu bringen. Also auch deswegen gibt es keine Kooperation. Es gibt so auf unterer Ebene mal so auf NS-Kameraden-Netzwerkbasis. Da redet man schon mal miteinander. Ja, vielen Dank. Bevor jetzt Frau Nowak auf die Frage von Frau Müller antwortet, möchte ich doch noch eine Frage gerne provoziert haben zum Geheimdienstkrieg. Das war ja für uns immer mit das Spannendste, was man nun rausgefunden hat, tatsächlich in den BND-Akten. Vielleicht hat dazu dann auch noch jemand eine Frage. Ich sehe da eine Hand, aber jetzt kommt die Frau Nowak und dann Sie, bitte. Ja, auf die Frage, wo die 85 oder die von 85 überprüften Mitarbeiter im Dienst zu finden sind, lässt sich sagen, also dass sie eher im Außenbereich des BND, also das heißt in der operativen Beschaffung eingesetzt waren und dort auch partiell in einzelnen Dienststellen gebündelt. In Bezug auf die Dienstebene ist festzustellen, dass sie eher in der mittleren Dienstebene zu finden sind und in diesem Personenkreis befinden sich sowohl Beamte dabei als auch Angestellte. Letzteres in einem größeren Ausmaß. Ja, und sehr genau ist das dann, wie gesagt, Frau Müller, in dem Buch nachzulesen mit den 157 Biografien. Ja, der Herr, der sich gerade gemeldet hatte, bitteschön. Marcel Fürstner, Deutsche Welle, der Provokation hat es gar nicht bedurft, Herr Professor Henke. Ich habe in der Tat vor allen Dingen eine Frage an das Autorenteam. Dieser Propagandakrieg, der hat ja sicherlich zu Konsequenzen geführt und da interessiert mich natürlich besonders, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt zu allgemein ist, ich hoffe nicht, welche strategischen Konsequenzen sind denn dann auf Seiten sowohl des einen wie des anderen Dienstes gezogen worden, denn der 17. Juni war ja ein Fanal, ein Auslöser für Aktivitäten, die sicherlich bis 1989 ihre Nachwirkung hatten. Ich musste sofort auch an den Spruch von Mielke denken, der ja sinngemäß 89 dann gesagt hat, haben wir jetzt wieder am 17. Juni. Na, die Klar. Die Konsequenzen für das MFS aus diesem Schlag von 1953 waren eher positiver Natur. Die haben das als Erfolg gefeiert, auch den Propagandakrieg. Es war zwar nicht gelungen, was intendiert war, die Institutionalisierung des Bundesnachrichtendienstes zu verhindern. Man konnte es aber zumindest 2 Jahre verzögern. Es war auch nicht gelungen, die weitere Westintegration der Bundesrepublik zu verhindern. Aber dennoch
hat man es als Erfolg gefeiert und nicht nur 1953, sondern dieser ganze konzentrierte Schlag ist auch in die Traditionsarbeit des MFS eingeflossen. Auch in den 80er Jahren hat man das als Beispiel für eine gelungene Geheimdienstoperation den jungen MFS-Mitarbeitern vorgeführt. Für die Organisation Gehlen war es anders. Ja, in Bezug auf die Organisation Gehlen bestand das Hauptproblem im Herbst 1953, also während der Verhaftungs- und Propagandawelle, darin, den Anwürfen öffentlich entgegenzutreten. Öffentlich im Sinne gegenüber dem Kanzleramt, gegenüber der CIA, gegenüber der westdeutschen Öffentlichkeit, um die Verlautbarungen in Ostberlin, die ja sehr, die den Eindruck erweckt haben, die Stasi wisse zutreffend, sehr gut und sehr tief über Strukturen, Arbeitsweise, Personal, V-Leute in der DDR Bescheid, um diesen Eindruck auszuräumen. Das, was letztendlich in längere Perspektive von dieser Kampagne übrig blieb, war, dass die Stadtsicherheit gleichzeitig, um ihre Kampagne zu unterstreichen, der Organisation Gehlen unterstellte, sie sei ein gefährlicher Geheimdienst. Ein Geheimdienst, der die Sicherheit der DDR bedrohte, was umgekehrt aus Perspektive der Organisation Gehlen als willkommenes Kompliment oder Nachweis der eigenen Schlagkraft gesehen wurde, sodass sich damit der Mythos der Organisation Gehlen, sie sei ein gefährlicher, effizienter, guter Geheimdienst, letztendlich in längerer Perspektive durch eben diese Kampagne im Herbst 1953 auch in der Öffentlichkeit verfestigt hat. Ja, vielen Dank. Herr Goschler? Ja. Herr Goschler zunächst. Ja. Herr Kellerhoff dann? Ja. Als wir über den Verfassungsschutz gearbeitet haben, da wurden wir gerne gefragt, Zahlen ist das eine, aber die eigentliche Frage ist doch, was machen die dann? Und ich möchte jetzt einfach mal die Frage weiterspielen an euch. Also wenn Sie jetzt also herausgefunden haben, so und so viele Leute mit der und der Vergangenheit, die finden sich dann und dann in den und den Abteilungen. Macht das also einen Unterschied für die Praxis, die dort stattfindet? Kann man also sagen, jemand, der aus der Gestapo oder aus der SS oder meinetwegen auch von der Abwehr kommt, der bringt da bestimmte Verhaltensstile und Weltsichten und was auch immer mit, irgendein Marschgepäck, das dazu führt, dass ein Unterschied in der Art und Weise der Tätigkeitsausübung besteht zu jemand, der eben einen anderen Hintergrund hat. Das ist ja eigentlich das, wo diese Untersuchungen letztlich ja auch hinführen sollten. Und da würde mich natürlich sehr interessieren, was Sie in Ihrem großartigen Projekt jetzt in der Richtung herausgefunden haben. Danke, Konstantin. Herr Kellerhoff, bitte. Und dann Herr Saure. Kellerhoff, die Welt. Herr Selter, Sie haben gesagt, die Chimäre von der Roten Kapelle sei eben eine solche gewesen, eine Chimäre. Aber haben die BND-Mitarbeiter, die Sie gejagt haben, diese Chimäre, daran geglaubt? Oder war das, also war das eine Paranoia? Oder war das wie bei Friedrich Wilhelm Heinz alles bewusst erfunden und eigentlich nur ausgerichtet darauf, die eigene Position im Staatsapparat zu halten oder zu sichern oder auszubauen? Danke. Danke, Herr Saure, bitte. Saure, Redaktion Bild. Mich würde interessieren, Sie haben die hauptamtlichen Mitarbeiter des BND untersucht. Wie intensiv konnten Sie sich mit den nachrichtendienstlichen Verbindungen beschäftigen, also mit den Quellen? Und haben Sie sich auch mit den Presse-Sonderverbindungen beschäftigt? Ja, Herr Rass, wollen Sie beginnen? Oder Herr Selter? Nun, ich glaube, die spezifische Anordnung der Projekte, wir haben also auf der einen Seite die Sozialprofilstudie, die tatsächlich nur in Anführungszeichen quantifiziert, und das muss ineinandergreifen mit den qualitativen Tiefenbohrungen, so wie sie in den beiden Büchern von Selter beispielsweise, aber auch bei Frau Nowak und einigen anderen geschehen werden. Ich glaube, aus der Perspektive einer sozusagen quantitativ arbeitenden Sozialgeschichte ist es zunächst mal wichtig, diese Strukturierungen zu kennen, die eine solche Institution herausbildet, und dann die Muster herauszuarbeiten, in denen sich diese Strukturierungen verändern. Weil das, glaube ich, schon von Bedeutung ist für die Interpretation der letztlich Einzelfällen oder vielleicht noch kollektivbiografisch angepackten Gruppen, die dann im Detail erarbeitet werden können, da ist es, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wie tatsächlich die Generationenfrage sich stellt, wie sich Schwerpunkte herausbilden in der Verteilung bestimmter Merkmalsträger, wie Herr Selter eben andeutete, wo finden wir eigentlich die Leute aus der Abwehr, wo finden wir die Leute aus der Gestapo, wo finden wir die Leute aus der Waffen-SS und Ähnliches. Da ist es, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wie Karrieremuster verlaufen. Also beispielsweise eine tatsächlich empirisch abgesicherte Idee davon zu haben,
Ist eine NS-Vergangenheit, die im Dienst ja in der Regel mehr oder weniger bekannt ist, ich arbeite aus Personalunterlagen, was da drin steht, erfreut sich also wahrscheinlich einer gewissen Bekanntheit innerhalb des Dienstes zum entsprechenden Zeitpunkt. Ist eine NS-Vergangenheit beispielsweise ein Karrierehindernis? Welche Merkmale weisen diejenigen auf, die aufsteigen? Und welche Merkmale weisen diejenigen auf, die nicht aufsteigen? Ganz viele, die aus dem Herzen der verbrecherischen Organisationen des NS-Staates kommen, Reichssicherheitshauptamt, Gestapo, andere, die finden wir nämlich tatsächlich da, wo ihre Fähigkeiten sich offensichtlich eines gewissen Nutzens oder eingebildeten Nutzens erfreuen. Aber wir sehen auch, dass relativ wenige von ihnen Karriere machen. Umgekehrt sehen wir, eine NSDAP-Mitgliedschaft oder Ähnliches ist kein Karrierehindernis. Wichtig ist aber zum Beispiel, dass man im Untersuchungszeitraum in der Wehrmacht vorzüglich als Offizier gewesen ist, um eben in der Hierarchie aufzusteigen. Und ich glaube, das wäre dann auch, Herr Henke, die letzte Bemerkung, das ist auch wichtig zu sehen, eben klang schon etwas despektierlich an, ja, wir zählen nicht nur NSDAP-Mitglieder, ich zähle leidenschaftlich NSDAP-Mitglieder, und ich glaube, es ist also gerade, was den BND angeht, uns was Wichtiges gelungen, nämlich zu zeigen, dass, wenn man die angegebenen NSDAP-Mitgliedschaften abgleicht mit den tatsächlichen NSDAP-Mitgliedschaften, man gravierende, also ungefähr um die Hälfte abweichende Zahlen erhält, und das ist nicht einfach nur so ein punktueller Befund, sondern man kann sehen, in welchen Mustern tatsächlich das Verschweigen der NSDAP-Mitgliedschaft vorkommt und welche Auswirkungen es hat. Und ich glaube, dass solche Strukturierungen, die müssen nun sozusagen von Ihnen aufgegriffen werden, von den Kollegen werden sie aufgegriffen und biegen quasi die Landschaft, in die man nun die Einzelbiografien, die spezifischen Studien hineinlegt. Und von daher ist also das eine und das andere nicht allein zielführend, sondern eben die Kombination. Und ich hoffe, dass das jetzt im Abschluss des Publikationsprogramms der UHK und dann auch in der weiteren Forschung gelingt, sozusagen dieses Schisma zwischen quantitativ und qualitativ an dieser Stelle zu überwinden. Ja. Ja, erstmal auf die Frage von Herrn Goschler. Sie spielen ein bisschen auf so mentalitätsgeschichtliche Sachen an. Das würde ich noch ungern beantworten. Das muss wirklich für das zweite Buch warten. Was man aber jetzt schon sagen kann, und ich habe die Rote Kapelle ja nicht ausgesucht als Publikationsgegenstand, weil der Organisation Gehlen da schlecht abschneidet, sondern ich habe sie ausgesucht, um zu zeigen, was passiert, wenn man solche Leute drin hat. Und wenn man nicht diese Leute aus den Verfolgungsinstitutionen übernommen hätte, die sich wirklich in diesem Geheimdienst benehmen können, als wäre die Stunde Null gar nicht vorgekommen, dann, so bin ich mir sehr sicher, hätte es diese Operation in dieser Form nicht gegeben. Mhm. Also diese Übernahme von Feindbildern, was völlig ungefiltert geschieht, wäre nicht so vorgekommen. Und deshalb denke ich, ist diese Studie gerade angelegt, um exemplarisch einmal zu zeigen, was passiert tatsächlich, wenn man solche Leute übernimmt und ihnen weitgehend freie Hand überlässt. Dann zu Herrn Kellerhoff. Ja, haben Sie dran geglaubt? Ganz sicher haben Sie dran geglaubt. Das ist auch ein Prozess kollektiver Selbstüberzeugung gewesen über die Jahre. Es hat aber auch einen geschichtspolitischen Aspekt. Also indem man genau die Leute anprangert, und damit verbunden ist ja auch eine Medienkampagne Anfang der 50er Jahre, wo zum Beispiel dann der Stern berichtet, rote Agenten sind unter uns. Es hat eine geschichtspolitische Aspekte, dass man eben die Leute aus dem öffentlichen Diskurs raushalten will, die einen selber öffentlich und eventuell auch vor Gericht anklagen und gegen einen zeugen könnten. Das ist das eine. Es hat einen instrumentellen Aspekt, dass man nämlich Wachsamkeit zeigen will gegen die kommunistische Gefahr, dass man sie da zeigen will, wo man kann. Wir haben eben schon gehört, gegenüber der Staatssicherheit und KGB waren sie deutlich schlechter aufgestellt, aber mit der Roten Kapelle konnten sie Erfolge einheimsen. Und wenn man das in Beziehung setzt zu dem Wunsch, eben beide Geheimdienste zu einem zu verschmelzen, ist es natürlich wichtig, diese Wachsamkeit zu demonstrieren und die Fähigkeiten zu demonstrieren. Und ja, sie haben auch gleichzeitig daran geglaubt. Und das bestärkt sich so wunderbar gegenseitig und das bewirkt auch diese kollektive Kritiklosigkeit, mit der das so durchmarschiert ist. Und wenn Sie sich wirklich zum Beispiel war eine große Studie, 400 Seiten, wo diese Rote Kapelle beschrieben wird, naja, die Öffentlichkeit kriegt sowas etwas später serviert, da heißt das dann Spectre und kommt in den James-Bond-Filmen vor. Also das ist so fantasiert, dass jeder, der seinen Verstand zusammennimmt, sofort hätte sehen können,
dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also wenn ich ein Rote Kapelle, eine Geheimorganisation in Deutschland und weltweit aktiv mir angucke und wenn dann gesagt wird, einer der geheimen Führer sei Tito und ich gebe keine weiteren Beispiele, dann hat man eine Vorstellung davon, dass das irgendwie ein bisschen überdehnt ist, sage ich mal. Gut, okay, also überdehnt. Bin gespannt auf Ihre Kritik, Herr Kellerhofer, wenn Sie dann die Rote Kapelle seziert haben. Zu Herrn Saure kann ich nur ganz kurz sagen, Herr Kollege Dülfer und ich, wir versuchen ja ein bisschen mehr Licht zu bringen in die Einmischung des BND in die Innenpolitik und die Instrumentalisierung des Bundesnachrichtendienstes durch den ersten sehr verdienstvollen Kanzler der Bundesrepublik, durch Konrad Adenauer, respektive durch seinen Staatssekretär. Es war eine Symbiose zwischen Gehlen und Globke, die viele Facetten hatte. Dem wollen wir gerne nachgehen, wir beide. Und da bei dieser Gelegenheit sind natürlich die sogenannten Presse-Sonderverbindungen auch ein Thema. Nun muss man hier vielleicht ein kleines bisschen Wermut in den Wein schütten. Das wird natürlich sehr viel Geheimnis drum gemacht und die Presse interessiert sich brennend für ihre Altvorderen, ob die jetzt nun Geld vom BND gekriegt haben oder nicht. Das ist alles sehr verständlich. Wichtiger ist der Aspekt, in welcher Weise ist es dem BND gelungen, Einfluss zu nehmen auf das Image, das er in der Öffentlichkeit durch die Presse hat. Das ist schon Einflussnahme. Und dem wollen wir gerne hinterhergehen. Es ist ja vieles davon veröffentlicht. Herr Schmidt-Ehnbohm hat ein ganzes Buch dazu gemacht. Aber ich glaube, dass wir in einigen wichtigen Fällen Neues rausbringen werden. Herr Böhnisch, Sie haben ja heute selber in der Zeitung, das ist nun ein anderer Fall, aber wird von der Presse natürlich besonders stark aufgenommen. Wir haben zum Beispiel die Anbahnung des Kontakts zu dem Spiegel-Eigentümer Rudolf Augstein. Das ist schon sehr interessant und detailliert. Wir haben auch Anbahnungen und dann auch die Kooperation zu einem sehr prominenten SZ-Redakteur und so weiter. Das können Sie dann alles nachlesen. Es ist aber nicht alles Arbeit für den BND. Der BND macht heute auch Pressearbeit und möchte gut dastehen, ganz klar. Aber es kommt eben darauf an, wo ist die rote Linie, wo geht es darüber hinaus? Gibt es sogar manchmal Geld für freundliche Artikel und so? Und dann wird es moralisch heikel und historisch interessant. Das bekannteste Beispiel, aber den Kennern sage ich nichts Neues, ist der Jubelartikel von Marion Dönhoff in der Zeit über den Jahrhundertspion Gehlen, genau in dem Augenblick, wo er am allertiefsten in der Tinte sitzt. Also das war nützlich und Gehlen hat es vorne auch gelesen und so ein bisschen reingeschrieben. Gut, also da wird's anschauliches Material dazu geben, aber versprechen Sie sich nicht allzu viel davon, weil es wird mir ein bisschen viel Geheimnis drum gemacht, aber ich hoffe, nach unseren Studien ist es mehr oder weniger transparent. Gut. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe mich selbst fortreißen lassen. Bitte schön. Ja, Herr Saurer hat nach den V-Leuten gefragt. Wir haben uns in unserer Studie mit den betroffenen V-Leuten, also die von der Verhaftungsaktion in der DDR betroffen waren, beschäftigt. Herr Henke hatte schon gesagt, mindestens 218 Personen wurden verhaftet. Davon waren nach unseren Recherchen 93 registrierte V-Leute bei der Organisation Gehlen und wir haben in dem Buch eben auch eine Art Sozialprofil erstellt und eben auch angeschaut, welche Funktionen, welche Aufgaben hatten sie als Verbindungsleute der Organisation Gehlen und wie lange waren sie tätig und auf diese Art und Weise. Und um das Ergebnis einfach mal zusammenzufassen, das waren überwiegend junge Männer, die geworben wurden. Die Motivlagen lassen sich natürlich anhand der Quellen nicht eindeutig ermitteln, aber es gibt Hinweise auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es mit Quellen zu tun. Das sind einmal kurze Beurteilungen bei der Organisation Gehlen, wenn sie angeworben werden. Vernehmungsprotokolle der Staatssicherheit, aus denen wir versucht haben, Motivlagen herauszufiltern. Und das bewegt sich eben auch zwischen einem wie auch immer gearteten Antikommunismus, der sich zwischen den Extremen bewegen kann, der totalen Ablehnung des SED-Regimes oder einer latent subjektiven Unzufriedenheit. Also dazwischen bewegt sich auch diese Gegnerschaft und hat eben auch alle Facetten. Es kommt natürlich auch sehr viel Abenteuerlust dazu. Und
da die V-Mann-Tätigkeit auch durchaus gut bezahlt wurde, kann man eben auch nicht unbedingt finanzielle Begehrlichkeiten verschweigen. Also die haben mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dieses Soziogramm, was wir dort erstellt haben, das ist nur möglich gewesen, weil wir eben die Akten beider Seiten anschauen konnten. Wir wussten bisher fast nichts über diese Leute und ihre Motivation, die Frau Stadelmann eben ausgeführt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Buches und ein ganz großes Novum, dass man sich diesen Menschen nähern konnte und ihren Motiven. Und dabei ist eben rausgekommen, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind keine randständigen Alt-Nazis, die irgendwie ihr Gepäck noch mitschleppen. Also auch das ist nur möglich geworden durch die Einblicke in beide Akten. Vielleicht auch noch zu Herrn Kirschner eine Bemerkung sofort, die sind sofort dran. Gerade zu Ihnen, Herr Kirschner, also wenn Sie dieses Buch sehen, dann werden Sie sehen, dass Spionage für den BND oder für die CIA in der DDR in diesen Jahren in einem etwas anderen Licht erscheinen wird, nämlich, dass sie eben auch Teil von Widerstand gegen die kommunistische Diktatur sein kann. Ja, jetzt hat sich noch jemand gemeldet oder mehrere. Herr Wiegrefe sehe ich. Sekunde, ich muss mir ein neues Blatt nehmen. Herr Wiegrefe, den sehe ich jetzt nicht genau. Ah ja, erst Herr Wiegrefe, bitte. Bild-Zeitung als auch der Spiegel gegen den Bundesnachrichtendienst auf Herausgabe von Quellennamen, in diesem Fall Presse-Sonderverbindungen, aber das ist ja etwas, was eine grundsätzliche Bedeutung hat. Deshalb die Frage an Sie. Wie oft musste jeder von Ihnen im Laufe seines Projektes, eine Zahl, eine grobe Anzahl genügt, Namen herausstreichen auf Wunsch des Bundesnachrichtendienstes? Erste Frage. Zweite Frage. Wann werden Ihre ungeschwärzten Arbeiten zugänglich sein? Die sind ja im Augenblick nicht freigegeben. Es gibt ja einmal die Version, die im Safe liegt und eine Arbeit, die dort zugänglich ist. Wann werden wir die sozusagen lesen dürfen? Und dritte Bemerkung ist ein Unwohlsein. Herr Henke, Sie haben eben gerade Gräfin Dönhoff erwähnt. Wir sind ja, Sie haben ja uns als Presse hier eingeladen, damit wir über Ihre Forschung berichten. So, ja. Ist ja kein Geheimnis. Nun ist es ja so, dass wir presserechtlich verpflichtet sind, uns über jeden Vorwurf, der gegenüber einer Person gemacht wird, selber ein Bild zu machen. Das ist aber im Augenblick unmöglich. Die Akten sind ja nicht zugänglich und wie ich Ihren Worten entnommen habe, werden sie vor 2018 auch nicht ans Bundesarchiv abgegeben werden. Und wenn ich das Bundesarchiv mir anschaue, Herr Hollmann, Sie sitzen vor mir, wann können wir uns denn den angucken? 2024 oder nicht? Also wir stehen ja da vor dem Problem, dass sozusagen die Deutungshoheit bei der Kommission liegt und zwar nicht für ein paar Tage, sondern für viele, viele Jahre. Und dazu würde ich gerne auch noch eine Bemerkung hören. Ja. Dann der Herr dort ganz hinten. Hohmann, RBB. Ich habe nur eine ergänzende Frage. Sie haben vorhin erwähnt, es waren zum Teil junge Leute, die als V-Männer agiert haben. Das bringt mich auf die Frage, ob Sie sich ausschließlich der Dokumente bedient haben oder ob Sie auch die Gelegenheit hatten, Zeitzeugen zu fragen. Denn es gibt ja garantiert noch eine ganze Reihe von Leuten, die noch existieren. Ich glaube, hier sind noch mehr. Ach, jetzt wird es immer mehr. Aber der Herr dort hinten war zuerst, glaube ich. Ganz hinten? Nein, oder habe ich mich getäuscht? In der vorletzten Reihe? Nein? Ja, doch. Ja, Herbert Reinke, Historiker. Ich habe an der Studie zur Geschichte des Bundeskriminalamtes mitgewirkt. Eine Frage, die vielleicht eher sozusagen die Kulturgeschichte einer deutschen Behörde tangiert und vielleicht auch etwas mit NS-Belastung. Also wir haben beim Bundesnachrichtendienst, beim Bundeskriminalamt festgestellt, dass sozusagen mit dem Ausscheiden der NS-Belasteten auch so etwas wie das Gedächtnis der Behörde verloren geht. Also der letzte Mitarbeiter beim BKA, der noch mit sogenannten Landfahrern beschäftigt war, dessen Stelle ist dann eingestellt worden, der musste sich das Hintergrundwissen mühsam aus Reader's Digest zusammenlesen. Und als in den frühen 80er Jahren Sinti und Roma vor dem BKA demonstriert haben, in der Kleidung von KZ-Häftlingen, fielen die aus allen Wolken beim BKA, weil die gar nicht verstanden haben, was das mit denen ihnen zu tun hat. Also ob sozusagen mit dem Ausscheiden einer bestimmten sozusagen Personalkohorte, NS-Belasteter, auch sowas wie Verlust des Wissens oder eine Veränderung des institutionellen Gedächtnisses beim BND
im Rahmen Ihrer Studien sozusagen feststellbar gewesen ist. Dankeschön, Herr Reinke. Das sind wieder drei Fragen. Vielleicht fahren wir gleich mit der letzten an. Also, Herr Wiegreifel, die Natur meiner Studie bedingt ja, dass mich Namen nicht so sehr interessieren. Und insofern ist also, wenn Sie das auf mich beziehen wollen, die Frage, konnte ich mit den Klarnamen und allen Personen identifizierenden Daten arbeiten, so lange, bis ich die Quellen zusammen hatte, die ich auswerten wollte? Ja, also wir konnten intern mit den Namen operieren. Und es wäre ein bisschen Effekthascherei gewesen, wenn ich jetzt versucht hätte, das Buch mit ganz vielen offen referierten Biografien zu schmücken. Das in dem Wissen, dass es jetzt ganz viele Bücher hinten dran gibt, die genau das machen, nämlich diese biografischen Tiefenbohrungen leisten. Und von daher habe ich also ein etwas anderes Verhältnis zu Namen. Ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, auch die Strukturen herauszuarbeiten. Und dass das nur zwei Seiten einer Medaille sind. Und wenn ich zeigen möchte, in welchem Teil einer Institution bestimmte Vergangenheit eine Rolle spielen kann oder Netzwerke anschneiden möchte oder andere Dinge, dann spielen die Namen tatsächlich zunächst mal eine, für diese Fragestellung eine untergeordnete Rolle. Andernfalls wäre eine solche Studie, wie ich sie jetzt machen konnte, auch natürlich nicht gelungen. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich gerade in einer solchen Institution ein etwas waghalsiges Anliegen ist, zu sagen, ich brauche mal all diese Personalakten. Ich glaube aber nicht, ich bin davon überzeugt, dass es da keinerlei Rückhalt oder keinerlei Vorbehalte oder kein Verschweigen gegeben hat. Wir haben sehr viel Aufwand getrieben, um beispielsweise die nicht vorhandenen Personalakten durch Sicherheitsakten zu kompensieren und konnten also etwa 1000 Sicherheitsakten auswerten. Das Zweite, die geheime Version, da werden Sie, glaube ich, dann wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Ich glaube, ich musste drei Stellen in meinem Manuskript verändern. Aber da bin ich sicher auch ein etwas einfacherer Fall als andere. Und ich glaube, die dritte Frage hat sich nicht auf mich bezogen. Ich will vielleicht ganz kurz auf die Frage von Herrn Reinke antworten, dann bin ich nämlich dann auch schon erledigt. Natürlich, aber das ist ja überall so. Also in jeder einzelnen Institution verändert sich das institutionelle Gedächtnis mit der generationellen Progression. Und das ist ja nicht allein die Frage, sozusagen, wann ist der Letzte mit irgendeiner Beziehung zum NS-Staat ausgeschieden, sondern es geht ja auch darum, mit welcher Beziehung. Und das ist natürlich auch zu einem gewissen Teil generationenabhängig. Also das bedeutet, diejenigen in höherem Alter, mit höheren Positionen und eventuell anderen institutionellen Verknüpfungen, die sind ja schon zu einem relativ großen Teil Ende der 60er Jahre altersbedingt auf dem Weg nach draußen. Aber die Generation der jüngeren Soldaten, der jüngeren Mitarbeiter in SD und so weiter und auch der Waffen-SS, die bleiben bis in die 80er, 90er. Und hier, glaube ich, ist es ganz insbesondere wichtig festzustellen, und das ist eine Frage, mit der wir uns oft auseinandersetzen mussten bei der Diskussion des Untersuchungszeitraumes, die ihren größten Einfluss haben entsprechend markierte Personen, also Personen mit einer NS-Vergangenheit, ja weit hinter unserem Betrachtungszeitraum eingenommen, denn die Karrieren, wenn wir uns das Gros dieser Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen angucken, die machen allerdings viel weniger häufig Karriere, das Gros erreicht den Höhepunkt der Dienststellung, des Einflusses und der Position natürlich erst in den 70er, 80er Jahren und verschwindet dann durch Pensionierung, Ruhestand in den 90er Jahren. Also das heißt, hier ist es natürlich dann auch, wird es zu einer quantitativen, aber auch zu einer qualitativen Frage, einmal das Gedächtnis und zweitens der Einfluss der Menschen mit einer NS-Vergangenheit in einer solchen Institution ist möglicherweise noch sehr stark spürbar oder reicht vielleicht einen neuen Höhepunkt weit hinter dem jetzt abgearbeiteten. Insofern ist dann der Aufruf, gleich weiterzumachen, im Grunde genau der richtige. Ganz kurz, also unterstreichen sollte man wirklich auch nochmal, dass das Quantitative und das Qualitative in diesem Projekt eng miteinander verzahnt ist und aufeinander aufbaut. Deshalb hatte er das auch gar nicht nötig mit den Namen. Namen herausstreichen und Safe-Version. Also etwas inquisitorisch aufgefordert, genau Rechenschaft darüber abzulegen. Ich erinnere mich, wenn ich mich richtig erinnere, waren das bei mir zwei oder drei Namen. Und das waren Leute, die
für fremde Geheimdienste gearbeitet haben und extrem am Rande der Geschichte überhaupt eine Rolle gespielt haben. Und insofern gibt es, Sie werden enttäuscht sein, wenn wir in 30 Jahren da dran dürfen, keine Safe-Version. Okay, ich sage noch, vielleicht kann ich dazu anschließen, Herr Wiegriff. Das ist wirklich eine die Kernfrage, die uns ja bewegt hat. Und als Herr Urlau das Projekt vorgestellt hat und Sie auch eingeladen hat und die waren alle platt, jetzt wird aufgearbeitet, da waren Sie ja auch schon sehr skeptisch. Und wir haben damals gesagt, wir werden versuchen, uns nicht über den Tisch ziehen zu lassen. So, wie sieht es nach 5 Jahren aus? Diese Deklassifizierung ist ein ungemein komplizierter Prozess, wo viele, viele Leute mit Ahnung von Geschichte und juristische Expertise dran sitzen. Es gibt, und Sie haben gefragt, wie viele schwarze Namen gibt es denn und wie viele sind frei in der Erst- oder Zweitfassung? Es gibt keine Zweitfassung. Zunächst gab es die Idee, man macht eine volle Fassung, dann wird die dem BND gegeben und dann haben wir eine Zweitfassung, die wir drucken. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben versucht, so lange Videokonferenzen mit Pullach durchzuführen, bis von den 35 Namen oder Beanstandungen bei Operationen noch 3 und 4 übrig waren. So geht es auch bei den nächsten Bänden. Dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Autor und dann in der Kommission und haben gesagt, hier gibt es den Fall A, B, C und D. Und das Kriterium dafür, nachzugeben, in Anführungszeichen, zu sagen, okay, diese Quelle Müller heißt bei uns Meier. Ja, er heißt Müller, heißt er mit Klarnamen, aber bei uns heißt er jetzt halt Meier. Das einzige Kriterium dafür ist es historisch aus unserer Perspektive, das mache ich stellvertretend für Sie, Sie würden das vielleicht anders sehen. Das ist ein Dilemma. Aber darüber kommen wir jetzt noch nicht drüber hinweg. Erst wenn die alle Akten frei sind, dann können Sie sagen, da hat der Selter oder der Henke sind eingeknickt oder was auch immer. Also besonders delikat ist es bei den Quellen. Sehr verständlich und der BND kann nicht sozusagen en gros alles freigeben, dann kriegt er keine neuen Quellen mehr. Ich kürze jetzt sehr ab, ob das stimmt, ist eine andere Frage. Aber dann gibt es die Hauptamtlichen. Und die Hauptamtlichen können sich heute in historisch relevanten Situationen, genauso wie es im Stasi-Unterlagengesetz steht, nicht mehr hinter ihrem Amt verstecken. Wer also in einem wesentlichen Amt, zum Beispiel als Referatsleiter, irgendwas ausgefressen hat, was historisch bedeutsam ist, nicht wenn er die Löffel mitgenommen hat, aber was historisch bedeutsam ist, dann wird er bei uns genannt, das werden Sie sehen. Es ist aber bei den Quellen was anderes. Wenn ich den Urgroßvater eines deutschen Spitzels in Syrien, heute in Syrien nenne, dann weiß ich nicht, was mit den Enkeln ist. Also das ist jetzt ein Extremfall, zugegeben. Aber es ist delikat. Aber es gibt keine Zweitfassung. Und ich hatte ja in meinem Vortrag gesagt, es gibt in den ersten 4 Bänden, wie das mit dem Auslandsnachrichtendienst ist, vielleicht haben wir da noch viel Spaß zusammen. Aber wir haben in den ersten 4 Bänden haben wir keinen einzigen Kompromiss gemacht, der gegen unseres hochtrabend gesprochen Ethos verstoßen wird. Also wir können im Moment, können Sie uns nur vertrauen, dass wir die Sache gut machen und dass wir uns nicht andauernd über den Tisch ziehen lassen vom BND. Und da, das Wort haben Sie, aber das schützt nicht davor, dass Sie in 5 Jahren, wenn die Akten bei Herrn Hollmann sind und das alles nachgucken und sagen, ja, da sind Sie aber reihenweise umgefallen. Also es ist schwierig. Zu den rechtlichen Fragen kann ich mich gar nicht äußern, da verstehe ich auch zu wenig davon. So, jetzt haben wir aber noch... Oh, mei, Entschuldigung. Naja, ich gucke auch immer ein bisschen ins Publikum. Aber okay. Es war noch eine Frage zu den V-Männern, ob Sie die noch interviewen konnten. Bitte schön. Genau, und auch im Zusammenhang mit der Diskussion über die Namensnennung in den Publikationen. Wir haben ja in dem Band über den Geheimdienstkrieg natürlich auch exemplarisch biografisch arbeiten wollen und auch arbeiten müssen, um zu verdeutlichen, was diese Kampagnen von Spionage und Gegenspionage in der Praxis auch bedeutet haben. Das heißt, einige Teile des Buches beschäftigen sich mit Biografien ehemaliger V-Leute, die der Staatssicherheit in die Hände gefallen sind. Und wir zeichnen nach, in welcher Funktion sie für die Organisation GIEL tätig waren, was ihnen nach der Verhaftung passiert ist, wie dieser Umstand ihren weiteren Lebensweg geprägt hat. Und wir haben, möglicherweise spielt Herr Wiegriff darauf an, in einigen Fällen uns tatsächlich dann dafür entschieden, Pseudonyme zu verwenden. Das war schlicht und ergreifend dem Umstand geschuldet, dass wir auch hier abwägen mussten, rechtfertigt das historische Interesse, die Offenlegung eines Malermeisters in Luckenwalde, der möglicherweise heute immer noch dort wohnt,
Und wir hatten uns dabei nicht nur an die Vorgaben des BND zu halten, sondern es gibt vor allem auch im Stasi-Unterlagengesetz ganz klare Regelungen, unter welchen Bedingungen ein vom MFS bearbeiteter, eine von der, vom MFS bearbeitete Person mit Klarnamen zu nennen ist und in welchen Fällen auch nicht. Sodass die Pseudonymisierungen, die in unserem Band vorliegen, streng abgewogen waren, aber gleichzeitig unter Verweis auf die Archivsignaturen auch für jeden es jederzeit möglich ist, sich die Bände bekommen zu lassen, die Sachverhalte, die wir schildern, nachzuvollziehen, sodass man auch hier nicht von einer Verschleierung reden kann, sondern von einem ganz normalen wissenschaftlichen Arbeiten. Die Zeitzeugen. Also mit den Zeitzeugen, da irren Sie sich leider. Wir reden von 1953. Da lebt kaum einer, lebt glaube ich noch, der ist aber schon sehr, sehr alt, alle anderen sind mittlerweile verstorben. Also insofern hatten wir gar nicht die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Sie haben noch, Sie hatten noch sind noch nicht ganz zufrieden, bitte. Ach so, okay, also jedenfalls bei uns war es nicht mehr möglich. Okay, jetzt noch, vielleicht machen wir jetzt schon... Bisschen Zeit haben wir noch. Da hinten wartet auch noch was Leckeres, wie ich sehe. Wir machen vielleicht die letzte Runde, die letzten drei Fragen, die beiden Herren hier vorne, und dann können wir noch eine Frage dazu nehmen. Ja, schönen guten Abend. Ich will das Essen nicht lang aufschieben. Heilig, mein Name, Neues Deutschland. Ich bin weit davon entfernt, anzunehmen, dass Sie sich vom BND über den Tisch ziehen lassen. Darum geht es mir gar nicht. Sie haben aber erwähnt, dass es einen Abstimmungsprozess in Zukunft vor allen Dingen geben wird mit Partnerdiensten. Wie gestaltet sich der? Also das amerikanische Archivgesetz ist ja relativ liberal, da kann man also sehr fündig werden. Ich nehme an, Sie sind es auch geworden bei Ihren ersten Bänden schon. Also wie gestaltet sich diese Abstimmung und wer macht sie vor allen Dingen? Zweite Frage... Die lasse ich jetzt lieber, sonst wird es mit dem Essen zu lang. Ja, herzlichen Dank. Ja, bitte. Ja, zwei Fragen. André Novak ist mein Name. Das eine, spätestens seit dem NSU wissen wir, dass auch in den Diensten Akten geschreddert werden. Insofern meine Frage, wie weit konnten Sie wirklich lückenlos auf Akten zurückgreifen oder sind auch auf Lücken gestoßen? Und hatten Sie auch Zugang zu Akten, die die Dienste betreffen, auch im Kanzleramt? Und die zweite Frage, Sie haben ja nun die Geschichte des BND zumindest in den Anfangsjahren geschrieben, müssen jetzt auch Teile der Geschichte der Bundesrepublik umgeschrieben werden? Ja, danke schön. Die dritte Frage, letzte für heute. Oder wir können auch noch eine dazu nehmen, natürlich, ja klar. Alison Smail von der New York Times. Ich weiß nicht, an wen ich die Frage richten sollte, aber hier ist unterstrichen worden, dass dieser ein einzigartiges Projekt war. Ich nehme an, es war ein bisschen zu einzigartig für manche Auslandsdienste. Und ich wollte fragen, ob Sie da ein praktisches Beispiel geben können und wie Sie überhaupt solche delikate Fragen gehandhabt haben mit der CIA oder MI5, MI6 zum Beispiel. Ja, danke, das ist wirklich eine Frage, die uns auch interessiert, gerade auch für die Bände, die noch kommen werden, von Herrn Krieger zur Auslandsaufklärung wird das immer wichtiger sein. Bitte schön. Ja, Andreas Förster ist mein Name. Ich habe noch eine Frage, die sich ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, an den BND richtet. Mich würde mal interessieren, und natürlich auch jetzt auch mal die Historiker, gibt es denn Interesse von Seiten des BND, dass Sie Ihre Erkenntnisse dort da auch vorstellen, den Mitarbeitern gegenüber? Es gibt ja auch Fortbildungsmaßnahmen sicherlich unter den Beamten. Gibt es da schon irgendwelche Angebote? Wie ist das überhaupt mit der Rezeption Ihrer Arbeiten im BND? Ja, noch eine oder das war's, ja? Gut, dann würde ich sagen, schließen Sie die Fragerunde zu dieser sehr wichtigen und ja auch politischen Frage, wie macht der BND das mit den Auslandsnachrichtendiensten, mit CIA und anderen? Da kann ich Ihnen wenig sagen, aber da würde ich vielleicht dann den Herrn Präsidenten am Schluss bitten, dass er vielleicht ein kleines bisschen ins Nähkästchen sich sehen lässt. Als Letzte dann. Ja, das kann ich selber beantworten. Ich glaube, unsere Autorinnen und Autoren sind jetzt hier nicht direkt angesprochen worden. Akten und Personalakten. Bevor das BND-Projekt begann, hat ein sehr bekannter Kollege gesagt, da gibt es gar keine Akten. Und das Projekt wird nichts.
Das haben wir nicht ganz geglaubt am Anfang und wir haben feststellen müssen, dass es riesige Aktenmengen gibt und wir haben auch immer wieder neue Quellengattungen gefunden, gemeinsam auch mit der AG Geschichte, der Herr Dr. Hechelhammer vorstellt. Es gibt also sehr viele Akten, die verfilmt sind und die digitalisiert sind, die damals im Kalten Krieg verfilmt worden sind, weil man gesagt hat, es ist besser, wenn wir die Akten haben, wer weiß, was passiert und so weiter. Also da kommt auf Herrn Hollmann sehr, sehr, sehr viel zu. Wir haben am Anfang ein bisschen, vorsichtig gesagt, mit der Faust auf den Tisch gehauen, weil wir festgestellt haben, nach einigen Monaten, dass 110 Personalakten, dadurch wirklich schwere Fälle, Herr Selter könnte das genau sagen, vernichtet worden sind. Wir haben nicht deswegen auf den Tisch gehauen, weil wir geglaubt haben, der BND führt uns in das Licht, sondern weil wir ein Schreiben vom BND bekommen haben, das sind alles Akten, die sind historisch irrelevant, so ein Büroschreiben. Und dann haben wir mal geguckt, also der die Synagogen in Paris angezündet hat, der Gestapo-Offizier und so weiter. Und dann sind wir frech geworden und haben gesagt, so geht es nicht. Aber wir haben dann vom BND wirklich eine Erklärung bekommen, dass das eine routinemäßige Kassation von Personalakten gewesen ist. Und die Vorstellung, also die Archivarinnen und Archivare kennen sich gut aus im Archiv, aber wenn sie bei Spezialthemen sind, dann haben sie einen solchen Überblick über die Akten, dass es ihnen auffallen würde, wenn ausgerechnet die delikaten Akten nicht da sind. Und ich glaube nicht nur, dass der BND gut beraten wäre, sondern es ist für ihn einfach schlicht und einfach zu gefährlich, Akten willentlich auf die Seite zu schaffen, weil die Historikerkommission das eine gewisse Wahrscheinlichkeit bietet, dass sie das merkt. Und dann wäre wirklich ein Skandal da. Ich bin überzeugt davon, dass das nicht passiert und damit will ich es belassen. Anders liegt der Fall zum Beispiel, dass einige Akten noch, das kennen wir aus der Stasi-Auflösung, noch in den Diensteinheiten liegen, also nicht in der Ablage. Und neulich, in meinem Fall war zum Beispiel, hat der Wolf dann, unser bester Rechercheur, würde ich fast sagen, ist dem nachgegangen, hat gesagt, das gibt's nicht, die Akte muss da sein. Und es war eine wichtige Akte und die hat man dann tatsächlich im Archiv dann in einer Diensteinheit gefunden. Also mit anderen Worten, es ist komplex, kompliziert, aber ich glaube nicht, dass hier ein Unterschleif betrieben wird. Zu Herrn Förster. Vielleicht im kurzen Rückblick, als wir die Dresdner Bank in der NS-Zeit aufgearbeitet haben, auch in mehreren Bänden. Da war der Vorstand oder mehrere Vorstände, haben wir da auch erlebt, da waren die ziemlich skeptisch, wie würden die Mitarbeiter das aufnehmen. Als die Ergebnisse da waren und wirklich zu sehen war, dass das eine ziemlich schwarze Bank auch im übertragenen Sinne war, und dass wir das vorgestellt haben und im Intranet gab es eine ungemein lebhafte Reaktion. 99%, so ist uns gesagt worden von den Medaillen, endlich ist es vorbei mit diesen Gerüchten, endlich wissen wir, was los war, das war schlimm, aber wir sind eine andere Generation, wir haben jetzt die Verantwortung. Und Herr Dr. Hechelhammer hat ja bereits Vorträge von Mitarbeitern angesetzt gehabt und da waren dann auch 70 oder 80 Mitarbeiter, die einzelne Forschungsergebnisse dann gehört haben und die Resonanz, ich war nicht dabei, soll, glaube ich, positiv gewesen sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch, das habe ich auch schon gehört, in der Ausbildung, die ja dann eines Tages hier auch stattfinden wird, vielleicht solche wilden Phasen auch dazu dienen könnten, wo also die Gefährdungen und Fairnisse für so einen Dienst und für den Einzelnen liegen könnten. Vielleicht nützt die Geschichte ja dann tatsächlich was. Das muss man mal abwarten. Ich würde dann gerne die Runde schließen, bedanke mich. Bitte? Ach so, ja, haben wir, voll, von vornherein, in vollem Umfang und ich saß dort auch in der Registratur, es war alles wunderbar, Herr Vorbeck hat das organisiert und ohne die Kanzleramtsakten, das darf ich auch dazu sagen, kann man natürlich BND-Geschichte nicht machen, in Bezug schlicht und einfach auf dieses sehr enge Verhältnis zwischen dem Staatssekretär des Bundeskanzleramts und dem ersten BND-Präsidenten. Zu diesen kniffligen Fragen und auch geheimdienstpolitischen Fragen würde ich jetzt doch bitten, dass der Herr Präsident vielleicht noch zwei, drei Sätze zu uns sagt. Darf ich vorher einen einzigen Satz einflechten noch? Ungern. Was die Lücken angeht und die ganzen Akten und so weiter, man wird es den Büchern ja auch ansehen. Das wollte ich noch gesagt haben. Gut, das war noch wichtig. Bitte. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das zum Schluss nochmal
zu erwähnen. Ich hatte es in meiner Rede ja schon angedeutet, sowohl das, was Sie jetzt zum Schluss dankenswerterweise nochmal gesagt haben, Herr Professor Henke, natürlich haben wir vor, die Resultate der historischen Arbeiten auch innerhalb des Dienstes zu verwenden. Das ist ganz klar. Sie werden Bestandteil der Ausbildung sein, sie werden auch Bestandteil von eigenen Veranstaltungen sein für die interessierte Mitarbeiterschaft. Und das, was wir bisher an Reaktionen bekommen haben, lässt darauf schließen, dass das professionelle Eigeninteresse an der eigenen Geschichte sehr, sehr groß ist. Und dass wir die Auswertung dieser wirklich sehr verdienstvollen Studien eben nicht nur in Anführungszeichen für die Öffentlichkeit, sondern auch für die eigenen Leute machen und da eine große Nachfrage da ist. Wie wir das genau organisieren werden, werden wir noch überlegen, aber da gibt es schon Modelle, gibt es auch schon Pläne. Das zweite war die Frage nach der konkreten Abstimmung mit den ausländischen Nachrichtendiensten. Hier kann ich Ihnen nicht mehr andeuten, als ich schon in der Rede gesagt habe. Wir sind in den Einzelfällen, wo es darauf ankommt, ganz konkrete Sachverhalte mit den Partnerdiensten zu erörtern und um Freigabe zu bitten, sind wir jeweils in Einzelfallgesprächen. Und diese sind sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig, sehr intensiv, auch von unserer Seite hartnäckig geführt. Wir haben teilweise Erfolge, wir haben teilweise Verständnis, wir stoßen aber auch teilweise auf Unverständnis. Das ist in anderen Ländern eben einfach nicht üblich, dass man da in die Archive geht und solche Sachverhalte klärt. Aber es führt in vielen Einzelfällen eben dann doch zur Freigabe. Und das ist für uns Ansporn genug, das in den bevorstehenden Projekten auch weiterhin zu tun und uns in den Fällen, die Sie uns antragen, jeweils in bilateralen Gesprächen, es gibt da ja regelrechte Verbindungen zu den anderen Diensten, eben hartnäckig, wenn auch zeitaufwendig, zu klären. Das dritte ist noch eine Bemerkung zu den Akten oder zu den geschredderten Akten. Wenn ich richtig informiert bin, ich bin wirklich kein Fachmann, aber es ist eher außergewöhnlich, dass so lange zurückliegende Personalakten überhaupt noch da waren. Das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Glück für die Forschung, muss man wirklich sagen. Ich will nicht sagen, dass es an Schlamperei oder an anderen Prioritäten gelegen hat, dass wir diese Akten noch nicht vernichtet haben, aber das ist sozusagen ein Dusel, den Sie da gehabt haben, dafür, dass diese Akten noch da sind. Jetzt habe ich die erfreuliche Aufgabe, zu den leiblichen Nahrung überzuleiten und darf Sie herzlich einladen, am anderen Ende des Saales noch etwas zu sich zu nehmen. Applaus